Sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Staatssekretär Wienanz, sehr geehrter Herr Professor Pitzer, sehr geehrter Herr Diebgrund, sehr geehrte Damen und Herren, und ich darf auch ergänzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dieses Motto dieses Kongresses ist für uns als Medienberatung NRW auch Auftrag: Lernen erfolgreich gestalten. Und wir müssen ja überlegen, wie können wir mit unseren Möglichkeiten das Lernen der Schüler unterstützen und wie können wir diesen Gestaltungsprozess, der ja, das ist ja Unterricht, Unterrichtsgestaltung, wie können wir diesen Prozess mit unseren Möglichkeiten unterstützen, wie können wir ganz konkret Sie persönlich unterstützen. Für uns ist klar, als Medienberatung steht natürlich die Frage im Zentrum: Wenn wir individuelle Förderung wollen, wenn wir selbstständiges Lernen der Schülerinnen und Schüler wollen, dann ist ja die Frage, womit tun Sie das? Jeder Handwerker hat ja Material und Werkzeug, der hat eine, hat eine Werkstatt. Man kann Schule als Werkstatt verstehen. Dann müssen wir aber auch, um die Selbstständigkeit dieser Schüler zu ermöglichen und zu unterstützen, müssen wir ihnen aber auch das Material geben und die Werkzeuge an die Hand geben, dass sie damit auch entsprechend arbeiten können. Denn ein leerer Klassenraum ohne Werkzeuge, ohne entsprechende Medien, in diesem Klassenraum können wir unsere Ziele, die wir haben, nicht erreichen. Und was wir brauchen an Material, ist das Material eines Lerners, ist das Material, was jeder Mensch braucht, wenn er dazulernen will. Er muss Möglichkeiten haben, Inhalte sich zu erschließen. Er muss Bücher haben. Deshalb machen wir ein Projekt, auch eine Initiative mit den Bibliotheken in Nordrhein-Westfalen zur Leseförderung. Er braucht natürlich die Schulbücher von den Verlagen, er braucht aber auch andere Inhalte, gegebenenfalls auch aus dem Internet, zum Beispiel in der Wikipedia und anderen Möglichkeiten, mit denen er arbeiten kann oder sie arbeiten kann. Und man braucht Werkzeuge. Die klassischen Werkzeuge, klar, ist Papier und Stift und für den Lehrer die Tafel, die Kreidetafel und Werkzeuge, aber für Schülerinnen und Schüler können auch der Computer sein, wo man Texte schreibt, wo man seine Ergebnisse zusammenfasst, aber auch Werkzeuge, mit denen man sich schlau macht, mit denen man Fragen stellen kann. Unser Verständnis von Lernen sieht dann so aus, dass wir uns davon natürlich ausgehen, dass die Schüler lernen wollen. Kinder wollen immer lernen, wollen dazulernen. In dieser Hinsicht kann also Schule eigentlich niemals langweilig sein. Aber sie müssen natürlich auch die Chance haben, ihre eigenen Fragen zu stellen. Dazu müssen sie das Thema strukturieren können. Da müssen sie Chancen haben, auch selber zu recherchieren nach den Antworten. Dass die Antworten eben nicht immer von den Lehrerinnen und Lehrern kommen, sondern Antworten auch Ergebnis eigener Recherche sind. Und das, was sie dann an ersten Ergebnissen gefunden haben, das wollen sie natürlich mit anderen austauschen. Dann können sie ausprobieren, ob das stimmt, wie sie das gefunden haben. Und dann ist natürlich auch die Erwartung, dass sie das, was sie an Ergebnissen, Erkenntnissen gewonnen haben, auch in einen Text fassen, darstellen. Vielleicht aber auch ein anderes Medienprodukt fassen, vielleicht auch in einer Präsentation fassen und es entsprechend ihren Mitschülern wieder vortragen. Also ein Lern- und Arbeitsprozess, der eigentlich, meine ich, nicht viel anders ist als bei jedem Menschen, der dazulernen will, der aktiv sein will. Das heißt also, zu den Materialien und den Werkzeugen brauchen Schülerinnen und Schüler natürlich auch Kompetenzen. Und diese Kompetenz, diese Schritte zu machen, kann man ja als Lernkompetenzen verstehen. Und im Rahmen dieser Lernkompetenzen sind eine ganze Reihe von Tätigkeiten enthalten, die Medienkompetenz fordern. Und diese Medienkompetenz zu fördern im klassischen Sinne von Lesen, von Nachschlagen in Büchern und Erschließung in Texten, muss man aber auch natürlich lernen, alle möglichen anderen Medieninhalte, Medienbotschaften zu entschlüsseln, Texte, Diagramme, Internetangebote und so weiter. Wir haben an einem Beispiel, das haben wir draußen in unserem Stand liegen, das können Sie dann auch gerne mitnehmen, da haben wir einmal beschrieben, wie eine Schule systematisch solche Lern- und Medienkompetenzen fördern kann. Und ich war bei der Präsentation der Schüler, die 128 Schüler, die sich ein Thema selbst erarbeitet haben, die das dann mit PowerPoint auch vorgetragen haben. Das wäre jetzt ein Stichwort. Man hätte es natürlich auch mit Folien machen können. Aber sie haben es eben gelernt, mit PowerPoint zu machen. Sie waren stark und sie waren stolz. Ihre Eltern haben sich gefreut. Und der Schulleiter sagt auch, dass das, was er daran, was die Kinder gelernt haben, in den Unterrichtsfächern schon spürbar sei, an Elementen von Selbstständigkeit, das selbstständige Herangehen an Themen. Und heißt also, Lernkompetenz und Medienkompetenz gehören zusammen und Medienkompetenz ist ein Teil von Lernkompetenz.
Wenn Sie solch einen Prozess gestalten wollen und eben nicht einfach hingehen, wie man das natürlich auch, einfach ist es ja eigentlich auch nicht, wenn man Kindern etwas erklärt, aber es ist natürlich noch schwieriger, Kinder in eine Situation zu bringen, ihnen eine Lernumgebung zu bieten, die es ihnen ermöglicht, das Thema selbst zu bearbeiten, selber zu eigenen Erkenntnissen zu kommen, selber aktiv zu sein. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo ich hinweisen möchte auf unsere enge Partnerschaft mit den Schulbuchverlagen. Ich glaube, wenn man den Anspruch umsetzen will, der individuellen Förderung, jedes Kind mitzunehmen, wenn man die Vielfältigkeit der Angebote nutzen will, dann müssen diese Angebote erstmal da sein. Da muss es jemanden geben, der genau die Angebote so gestaltet, dass sie sie nutzen können für ihre Schüler. Und insofern sind für uns die Schulbuchverlage die geborenen Partner. Wir haben einen ganz engen Dialog, führen wir mit den Schulbuchverlagen. Und wir möchten gerade hier in Nordrhein-Westfalen den Schulbuchverlagen ermöglichen, so früh wie möglich Kenntnis zu bekommen über das, was wir in Nordrhein-Westfalen, was das Schulministerium in Nordrhein-Westfalen erwartet. Und sodass also die Schulbuchverlage so rechtzeitig wie möglich Ihnen Angebote machen können, die es Ihnen erleichtern, diese anspruchsvolle Tätigkeit auch entsprechend umzusetzen. Ja, insofern ist das ein wichtiger Tag für uns. Ich bin jetzt ganz gespannt, wie der Tag heute weiter verläuft. Es ist ja klar, dass das Interesse riesengroß bei Ihnen ist. Ich persönlich werde auch sehr genau auf den Vortrag von Herrn Professor Spitzer lauschen und nach Hinweisen suchen, wie man den Lernprozess noch besser verstehen kann und welche Bedeutung die Medien in diesem Lernprozess haben können. Wir hatten schon ein sehr fruchtbares, sehr engagiertes, ganz kurzes Vorgespräch, wo deutlich wurde, dass der Austausch sehr fruchtbar sein kann. Und ich freue mich jetzt und bin ganz gespannt auf die Thesen von Herrn Professor Spitzer.